Schlimmke! Kram, Abi, Poppe! Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe euch ja das erste Mal in dieser Session gesehen und das ist ja der helle Wahnsinn. Wie seid ihr denn auf diese Idee mit den, ja, wie nennt man das, Trommelbatterie? Das ist aus dem Edinburgh Military Tattoo. Das ist quasi adaptiert von aus der Schweiz. Da gibt es eine Gruppe, die nennt sich Top Secret Drum Corps. Und ich habe das damals gesehen und fand es hervorragend. Ich muss sagen, sehr, sehr mutig fand ich auch, aber das hätte ja geklappt. Direkt danach, weil es hat sich ja keiner mehr auf dem Sitz befunden, direkt danach Stähne. Ja, wir sind da sehr risikofreudig. Nee, das klappt immer. Also wir haben echt schöne Säle, muss man sagen. Mehr als auf den Tischen stehen können die nicht. Und danach bringen wir die ein bisschen runter, ein bisschen Melancholie, das muss auch sein. Das funktioniert. Kann man sagen, dass diese Mischung etwas leisere Töne und dann auch im wahrsten Wortsinn, ob die Trommelkloppe so ein bisschen typisch für die Klüngelköp ist. Löst beides Emotionen aus, das ist super. Und das ist schon der Grund? Wäre das auch deine Antwort gewesen? Absolut, ich kann mich dem nur anschließen. So, jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Tummle mich ja gerne auf Homepages und habe da gefunden, unter anderem diese sehr schöne CD. Diese sehr schöne CD und einen Köp-Comic. Was ist denn ein Köp-Comic? Ja, das war halt einfach eine begleitende Maßnahme zu unserer Session. Wir wollten halt ein bisschen Spaß verbreiten, wo wir sind. Da sind ja in den Geschichten, finden sich auch unsere Orte wieder, wo wir gespielt haben. Und das haben wir halt einfach mal anders verarbeitet, als man das vielleicht so normalerweise liest, sieht, hört, schmeckt. Ja. Wandert und weggetrocknet, Menschen und
Tische komme. Ein Stück vom Hetz blieb. Aber ich staune, dass du hier bist. Ich dachte, du bist mit dem Dreigestirn am Vatikan. Nein, das ist ja so. Jetzt wollen wir mal so sagen. Wenn ich jetzt mit dem Dreigestirn beim Papst bin, dann steh ich doch dem Papst geschoren. Ne? Ich von der und der Kölner Musikladen, das war gerade noch einer von der Klüngelköpfe. Wir haben Freundschaft geschlossen. Wir sagen Tschüss, wir verlassen die Mädchensitzung von The Wiese Müs aus Bonn, aus dem Brückenforum. Und wir haben nicht nur Mäuse gesehen, sondern auch ein paar Katzen. Tschüss. Hey, am Ring.